Hallo YouTube, hier spricht die Stimme der Hauptstadt, I'm Assassin hier und heute gibt es MW2 und zwar frei für alle auf der Map Wasteland. Aber ich bin diesmal nicht am Start, ich spiele nicht, sondern es ist Commander Krieger, der spielt und der spielt hier mit der Famas, mit dem ACOG-Visier und dem Schalldämpfer und das ist mal wirklich eine sehr, sehr exotische Kombination für diese Waffe. Als Secondary hat er die M93 Rafika dabei, die dann diese doch sehr auf Fernkampf ausgelegte Famas ein wenig für den Nahkampf ausgleicht. Die Perks sind Aufsatz, Feuerkraft und Ninja und als Abschussserien da hat er gewählt und das ist mal wieder sehr, sehr MW2 typisch, Predator, Harrier und den Pavlo, der glaube ich in diesem Spiel auch ja die beste Entscheidung war, die man treffen konnte. Aber seht selbst, ich will heute gar nicht so viel über das Gameplay verlieren, denn MW2, das kennen wir mittlerweile alle schon und frei für alle sowieso. Und ich habe mir für heute ein Thema rausgesucht, was mich persönlich auch sehr, sehr beeinflusst und beschäftigt. Und gerade seitdem ich auch auf YouTube selber aktiv bin, einen wirklich sehr, sehr großen Faktor für mich spielt. Und das Thema lautet, ist YouTube das neue Fernsehen oder besser gesagt, läuft YouTube dem Fernsehen so langsam den Rang ab? Und da muss man erstmal ein wenig differenzieren, denn YouTube ist auf keinen Fall eine Plattform, die genau die gleichen Leute, sage ich mal, anspricht wie das Fernsehen. Sondern die Zielgruppen überschneiden sich zwar teilweise, allerdings spricht YouTube dann doch eher die jüngere Bevölkerung an. Und das liegt natürlich daran, ja, dass das Internet eine Erfindung ist, die es noch nicht so besonders lange gibt und sich viele alte oder ältere Menschen auch ja gar nicht richtig zurechtfinden mit dem Internet und somit dann auch gar nicht auf YouTube bisher gestoßen sind. Allerdings gerade für uns junge Menschen ist YouTube sehr viel interessanter, würde ich sagen, als das Fernsehen. Und das hat verschiedene Gründe, denn zum einen findet man auf YouTube wirklich mittlerweile zu allen möglichen Themen Videos, sei es etwa hier wie bei uns in dieser Let's Play und Call of Duty Szene oder sei es, dass man sich irgendwelche Beauty-Tipps holt, zu denen ich jetzt allerdings nicht weiter eingehen möchte, als auch Dokumentationen über wirklich weltbewegende Themen, die sich mittlerweile auf YouTube finden. Und da kann man sich dann wirklich genau zu der Zeit, wo man sich das Video anschauen will, dann eben raussuchen, ja, was man im Endeffekt schauen will. Und man muss nicht warten, bis im Fernsehen mal auf einen der Nachrichtensender eine Dokumentation über das bestimmte Thema läuft, denn das kann wirklich dauern, bis dann echt mal das passende Thema kommt. Und da ist man sozusagen auf YouTube, hat man ein viel freieres, eine viel freiere Auswahlmöglichkeit, möchte ich es einfach mal nennen. Denn beim Fernsehen muss man wirklich darauf warten, wann Sendungen ausgestrahlt werden. Und auf YouTube kann man einfach oben eingeben, was man sehen will. Und es ist zu jeder Zeit verfügbar. Und das ist nun wirklich mal ein Vorteil, den das Fernsehen nicht übertreffen kann. Und dazu gibt es natürlich auch noch einen Faktor, der mittlerweile gerade für Spielfilme und jetzt auch bei der UEFA Euro 2012 merkt man das, sogar bei den öffentlich-rechtlichen Sendern eine große Rolle spielt, nämlich die Werbung. Und natürlich haben wir auf YouTube auch Werbung, allerdings nur vielleicht so 10, 20 Sekunden vor dem Video. Und während des Videos können wir dann ja das Video in voller Länge genießen und müssen nicht immer wieder unterbrechen, weil es nervige Werbepausen gibt. Und da ist auf jeden Fall YouTube auch dem Fernsehen mittlerweile ziemlich weit voraus. Und wenn ich dann aber so eine Sachen anspreche, wie zum Beispiel eben die UEFA Euro 2012 oder eben gerade Spielfilme, da ist dann natürlich YouTube auch wieder ein wenig benachteiligt gegenüber dem Fernsehen. Und das hat einfach folgenden Grund, dass natürlich man mit YouTube bei weitem nicht so viel Geld direkt verdienen kann an Filmen, wie das im Fernsehen immer noch geht. Und die Spielfilme und eben dann auch eben große Sportevents, wie jetzt eben gerade die EM, werden dann natürlich nur im Fernsehen ausgestrahlt und da muss man dann sozusagen zwar immer noch ja die nervigen Werbung miterleben, allerdings will man solche Sportevents natürlich nicht verpassen und da hat das Fernsehen natürlich noch die Nase vorn gegenüber YouTube. Allerdings gibt es mittlerweile ja schon sehr, sehr viele Videos, wo man dann eben auch auf YouTube die Highlights zum Beispiel von der Euro finden kann. Zu Spielfilmen findet man dann bisher allerdings meistens nur Trailer und sonst ja Videos, die dann mehr oder weniger illegal ins Netz gestellt wurden. Den Film in voller genießen, das kann man derzeit auf YouTube noch nicht. Aber es könnte durchaus sein, dass es in die Richtung geht, denn es gibt bereits schon einige Fernsehsender, die sich auch ihren eigenen YouTube-Kanal erstellt haben und dort eben dann zum Beispiel die Nachrichten in Kurzfassung präsentieren. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Schritt nicht nur in die richtige Richtung, sondern das zeigt eben auch, wie groß der Anteil an YouTube mittlerweile ist und dass die Fernsehsender natürlich das auch mitkriegen, dass die Leute viel öfters auf YouTube gehen, als dann eben auch aufs Fernsehen, als sie das Fernsehen, Fernsehen schauen, so will ich es mal nennen. Und was ich schon am Anfang angesprochen habe, die verschiedenen Zielgruppen, also ältere Menschen werden natürlich immer noch viel lieber das Fernsehen bevorzugen, denn es gibt natürlich auch nicht nur Spielfilme und
große Sportevents, die es nur im Fernsehen gibt, sondern gerade irgendwelche Nachmittagssendungen, irgendwelche Talkshows, die finden sich natürlich auch nicht auf YouTube. Und man muss immer noch natürlich sagen, dass, wie gesagt, YouTube und das Fernsehen echt sehr, sehr unterschiedliche Dinge zeigen. Allerdings nähern sich die beiden Plattformen sozusagen immer weiter an. Und YouTube gewinnt einfach einen immer größeren Teil an Zuschauern auch. Und das muss ich sagen, gefällt mir eigentlich persönlich. Und ich wurde selber auch von diesem YouTube-Hype sozusagen mitgerissen. Denn seitdem ich eigentlich in der Call of Duty-Szene aktiv bin, nutze ich eigentlich YouTube viel mehr als das Fernsehen. Und eben nicht nur für Videos, die dem reinen Entertaining dienen, sondern eben auch für informative Geschichten, wie zum Beispiel Dokumentationen oder ähnliches. Und da, finde ich, ist YouTube auf jeden Fall auch auf einem richtigen Weg und kann diese Plattform auf jeden Fall auch nur für mich persönlich schon jetzt über das Fernsehen stellen. Und ja, der Endscore hier ist ein wirklich souveränes 30-3. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich hoffe, das Thema hat euch gefallen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.